Frauen, 5 Spiele, 5 wichtige Entscheidungen. Der FC Bayern erwartet 2 Wochen Spannung pur. Von der Partie in Hoffenheim bis zum Kick in Gladbach. Wir wollen in der Liga dranbleiben und holen uns die 3 Punkte gegen Hoffenheim. Champions League gegen Rosjanka müssen wir eine gute Ausgangsposition schaffen. Wir haben letztes Mal verloren, wir wollen das besser machen. Das Rückspiel in Moskau wird schwer und wir wollen unbedingt weiterkommen. Das Spiel wollen wir unbedingt gewinnen. Spiel 1 und damit der Auftakt der 2 englischen Wochen, die Auswärtspartie in Hoffenheim. Gegen das Team, das am letzten Spieltag der vergangenen Saison immerhin ein 1:1 in München holte. Aber die Heimpartie gegen die Bayern 1:3 verloren hat. Wir wollen auch einfach für uns ein gutes Spiel abliefern und unbedingt gut in diese englischen Wochen starten. Ich glaube, wir haben auch einfach nach der Leistung gegen Duisburg einfach Lust drauf, bessere Leistungen zu zeigen. Und da wollen wir auf jeden Fall gegen Hoffenheim anfangen. Die Spiele gegen den russischen Vertreter Rosjanka sind das Herz der 2 englischen Wochen. Am kommenden Mittwoch gilt es beim Heimspiel eine gute Ausgangsposition zu schaffen, damit am 17.11. die Bayern gegen den nach Hibernian zweiten völlig unbekannten Gegner den ersten Champions-League-Viertelfinaleinzug der Vereinsgeschichte schaffen. Russische Mannschaften sind immer unangenehm zu spielen, sehr aggressiv, sind aber auch mit Ball sehr gut. Und ich glaube, wir freuen uns einfach drauf, mal gegen auf jeden Fall Champions League zu spielen, auch gegen andere Mannschaften zu spielen, in anderen Stadien zu spielen. Aber es geht immer darum, unsere Leistung und unser Spiel durchzubringen. Und weiter geht die Reise der Spiele in den nächsten Wochen. Der ehemalige Abomeister FFC Frankfurt dürfte der dickste Brocken werden. Auch weil derzeit gleich 7 Bayern-Spielerinnen verletzt ausfallen. Zuletzt erwischt es Olympiasiegerin Melanie Leupolz, die mit einer Bänderverletzung im Knie nicht zur Verfügung steht. Ja, das sind schon viele Leute und es ist natürlich kein Exkurs, aber es wird schon schwer sein, wir brauchen alle Leute die nächsten 2 Wochen. Kommen wir zur letzten Station der englischen Wochen, zum Spiel beim bisher punktlosen Aufsteiger Borussia Mönchengladbach. 0 Punkte bedeuten sichere 3 Punkte für den deutschen Meister? Natürlich nicht. Dennoch sollte ein Sieg unbedingt her. Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann sind wir noch voll da. Und dann ist die Liga und auch die Champions League wieder eine gute Ausgangsposition nach der Winterpause. 2 englische Wochen, 5 Spiele und hoffentlich 5 Erfolge. Es wäre ein riesiger Schritt in Richtung Top-Jahresausklang.